Im heutigen Video möchte ich mit euch teilen, wie wir anhand von Tony Robbins 4-Schritte-Erfolgsformel zu unseren beruflichen Träumen und Zielen kommen können. Viel Spaß damit! Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute möchte ich mit euch mal teilen, wie genau so eine Coaching-Sessions eigentlich bei mir ablaufen und an welchem Modell ich mich da so ein Stück weit orientiere. Und es ist eigentlich eine recht simple Grundstruktur, die ich mir von Tony Robbins abgeschaut habe. Der hat nämlich eine 4-Schritte-Formel, die dich zu deinem Erfolg führt, was auch immer. Er nutzt das, egal in was für einem Lebensbereich. Und wir nutzen das in meinen Coaching-Sessions halt, um dich deinem beruflich erfüllenden Ziel entgegenzubringen. Und wir werden jetzt mal schauen, was sind diese 4 Schritte und wie kannst du die für dich auch jetzt zu Hause anwenden, um deine berufliche Erfüllung in dein Leben zu holen und deinen Traumjob zu finden und zu machen. Also legen wir mal los. Schritt 1 von dieser Formel ist, du musst dein Outcome kennen, dein Ziel, deine Destination. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Also, was möchte ich beruflich machen und wie möchte ich mich dabei fühlen, was möchte ich dabei sehen und tun und anwenden? Das ist die Basis für alles. Du musst wissen, wo soll es hingehen. Und hier haben wir schon das erste Problem, nämlich die Menschen, die mir jetzt in den letzten Jahren begegnet sind, sind entweder von der einen oder von der anderen Kategorie. Die einen, die wissen ganz klar, das möchte ich haben, da möchte ich hin und straucheln dann auf dem Weg dorthin. Die anderen, die sagen, ey, ich habe ehrlich gesagt null Ahnung, was ich genau machen will. Ich habe vielleicht eine Vorstellung, was ich nicht will, aber boah, wie soll ich denn überhaupt ins Handeln kommen, wenn ich nicht mal weiß, was die Richtung ist? Da werden wir gleich noch drauf eingehen. So, also Schritt 1, kenne dein Ziel. Schritt 2 ist dann, take massive action. Mach eine richtig krasse Aktion, um deinem Ziel entgegenzuschreiten. Komme ins Tun und Handel. Die Leute, die von euch schon länger dabei sind oder die Videos alle schauen, die ich raushaue, die wissen, dass mir das ein ganz großes Anliegen ist, dass wir nicht nur labern, nicht nur drüber nachdenken, nicht nur uns was wünschen, sondern dass wir ins Handeln kommen und die Dinge in unser Leben holen, die wir haben wollen. Also Schritt 1, Ziel kennen. Schritt 2, take action. Schritt 3, jetzt innehalten und schauen, hat mich der letzte Action-Step meinem Ziel eigentlich näher gebracht oder hat es mich ein Stückchen wieder von meinem Ziel entfernt? Ganz wichtiger Schritt, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Das erfordert manchmal eine gewisse Überwindung, wenn man denkt, ey, jetzt habe ich so viel Energie reingesteckt und dann auch wirklich zu sehen, komme ich meinem Ziel näher oder nicht. Und dann kommen wir nämlich, wenn wir das gemacht haben, zu Schritt 4 und das ist Kurskorrektur. Wir schauen, okay, hat mich vielleicht mein Ziel nicht näher gebracht, was kann ich machen, was kann ich daraus lernen, was kann ich jetzt anders machen und wie kann ich mich wieder zurück on track bringen. Das ist diese 4-Schritte-Formel, ganz simpel, super easy, könnt ihr anwenden für jeden Lebensbereich, ist super, super praktikabel, weil es muss nicht schwer sein, so eine Idee, sagt Tony Robbins immer, es muss eine sein, die du auch anwendest, finde ich sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das auf diese beiden Fälle anwenden können. Nehmen wir mal den ersten Fall. Du weißt, was du beruflich machen willst. Schritt 2 ist dran. Take action. Was kannst du machen? Auch wenn du bist, also hier kommen wir jetzt schon dazu, warum machen die meisten Leute keinen Action-Step? Der größte Grund, warum wir uns zurückhalten, Schritt 2 zu gehen, ist, weil wir Angst haben. Da gibt es eine Menge Hürden, die sich uns in den Weg stellen und wir lassen zu, dass diese Hürden uns davon abhalten, überhaupt ins Tun zu kommen. Das Ding ist mit dieser Formel, wenn du das mal vor Augen hältst, ist, du machst einen ersten Schritt und danach guckst du, hat es mich näher gebracht oder nicht und dann kannst du den Kurs korrigieren. Das ist super easy. Also das Problem ist, dass wir meistens Schiss haben, dass es der falsche Schritt ist oder dass wir dann nicht mehr was dran ändern können und das ist aber totaler Quatsch. Mach den Schritt, handel, komm volle Fahrt ins Tun und guck dann schnell, hat es mich meinem Ziel näher gebracht oder nicht. Dann wirst du auch zickzackweise zu dem Beruf finden, der dich erfüllt. Also bestes Beispiel bin ich selber. Ey, was ich für Zickzackkurse durchgenommen habe, ob es ist Sportmanagementstudium, auf Weltreise gehen, einen Blog starten, coachen, Workshops geben, Videos drehen, digitale Produkte erzeugen, wieder zum Coaching. Also ich habe so viele Zickzackkurse und habe immer wieder gedacht, ah, das ist es nicht, das ist nicht. Und Schritt für Schritt wird es immer klarer. Und auch schon Steve Jobs hat gesagt, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Dieses,
Jetzt im Nachhinein macht es total Sinn, dass ich so viele Gründungsprojekte in den Sand gesetzt habe, weil ich damit euch da draußen helfen kann, weil ich nicht nur aus Büchern irgendwas erzähle, sondern weil ich die Scheiße wirklich falsch gemacht habe selber und daraus gelernt habe, meine Lektion, und sicher gehen werde, dass ihr wisst, was ich daraus gelernt habe und vielleicht euch dann ein, zwei Fehlschritte ersparen könnt. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Kommen wir mal zu der zweiten Kategorie von Menschen, die mir auf meinem Weg jetzt begegnet sind. Die Leute, wozu ich auch gehört habe, die sagen, ich habe nur so eine vage Vorstellung oder ich weiß nur, was ich nicht will, aber also, ich kann das so gut nachvollziehen. Wie soll man denn jetzt Schritt 2 machen, massiv in Aktion kommen, wenn man nicht mal richtig sicher ist, was das Ziel ist? Und da habe ich eine schöne, bildhafte Geschichte für euch, die euch versinnbildlichen kann, wieso es so wichtig ist, trotzdem ins Handeln zu kommen. Stellt euch mal vor, hier so ein Christopher Columbus, der mit seinem Segelschiff in die unbekannten Ozeane gesegelt ist. Der hatte dann nur die Sterne, ich weiß nicht, ob die damals schon Kompass hatten, aber auf jeden Fall hatten die eine grobe Orientierung, ob es jetzt der Kompass ist oder die Gestirne am Himmel und die Sonne. Auf jeden Fall haben die für sich eine Richtung gewusst. Vielleicht war die ungefähr so oder so. Die hatten nicht klar vor Augen, eher ich komme dann genau an dieser Koordinate an, so wie wir es heute mit dem GPS machen oder so. Oder mit dem Navi. Und so ist es mit uns, mit unseren Werten. Frag dich, was ist mir wichtig im Leben? Was ist mir wichtig in der Arbeit? Was ist mir wichtig in all meinen Lebensbereichen? Und wie kann mich die Arbeit dabei unterstützen? Wie möchte ich als Person sein? Wie will ich mich selber sehen? Wie will ich gesehen werden? Was will ich tun? Was will ich sehen, tun und erleben in meinem Leben, dass ich am Ende meiner Tage sagen kann, ja, ich habe eine richtig coole Zeit hier gehabt und habe die Dinge gemacht, die mir wichtig sind. Das ist wie der Stern am Himmel, der gibt dir eine Richtung vor. Genauso kannst du aber auch Werte haben oder Werte identifizieren, von denen du definitiv weg willst oder wo du alles für tun würdest, um das nicht zu haben. Moving away from values, nennt die Tony Robbins. Dass du dich fragst, wo würde ich echt alles dafür tun, um das zu vermeiden? Zum Beispiel eine Arbeit machen, für die ich nicht leidenschaftlich brenne, ist für mich sowas, das ist so krass, das ist so schmerzhaft, der Gedanke, dass ich keinen Bock habe, auf Arbeit zu gehen, dass es einfach ein ganz krasser Leitstern für mich war. So, und jetzt wusste ich noch nicht, wo ich da ankomme, aber ich wusste auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Und jetzt habe ich dann halt irgendwann begriffen, krass, okay, ich kann ja mal diese Richtung nutzen, um einen Schritt darauf zuzumachen oder überhaupt erstmal einen Schritt zu machen und dann wieder zu gucken, hat mich der Schritt meinem Ziel näher gebracht oder eher davon weg. Manchmal ist es nicht so klar einschätzbar. Deswegen ist das eher so eine Zickzackroute, wo man sich immer wieder neu auf Kurs bringt. Aber ihr werdet nicht an diesen Punkt kommen, wo ihr sagt, ah ja, das ist es und genau das wird es für immer bleiben. Und die Dinge passen sich an und werden sich immer wieder ändern wahrscheinlich auch. Und was ich noch mitgeben möchte, ist für diesen Action-Step, ich habe am Anfang immer sehr viel dann, okay, ich wusste, da ist meine Richtung, da will ich hin und habe mich entschlossen, einen Action-Step in diese Richtung zu machen und habe aber sehr gezögert, habe monatelang mit mir gehadert. Was ich euch mitgeben wollen würde, ist, gebt Vollgas. Sagt euch eine Zeit, meinetwegen einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, wo ihr sagt, jetzt mache ich diesen Action-Step und presche darauf zu. Und dann nehme ich mir die Zeit, nehme ein bisschen Abstand und schaue mal, okay, bin ich meinem Ziel näher gekommen oder eher wieder weg davon gegangen und dann anpassen. Anstatt, wie ich es gemacht habe, ewig lange Zeit zu verplempern, indem ihr zaghaft einen Schritt euch traut oder nur so tippeltappelmäßig vorwärts geht, weil ihr Angst habt, dass es nicht die richtige Richtung ist. Das findest du sowieso noch raus im Handeln. Also lieber mit Vollgas rein und dann so wie mit dem Navi. Wenn du mit dem Navigationssystem auf der Straße fährst und an einer Kreuzung, wo es dich nach rechts schickt, geradeaus weiter donnerst, was macht das Navi dann? Entweder schickt dich zurück oder es sagt dir, hey, hier gibt es eine andere Richtung, in die du weiterfahren kannst. Das ist kein Weltuntergang. Das Navi sagt dir dann nicht, ja, verkackt, Game over, heute kommst du nicht mehr an dein Ziel. So läuft's nicht und so läuft's auch nicht im Leben. So, was will ich von euch wissen? Ich würde gern mal hören, wo habt ihr das für euch schon mal angewendet? In welchem Lebensbereich wart ihr so, dass ihr klar wusstet, hey, in die Richtung will ich oder das ist mein Ziel und jetzt unternehme ich massive Action Steps, um dem näher zu kommen und habt vielleicht auch mal euren Kurs korrigiert. Das würde mich mal interessieren, denn diese
Erfolgserlebnisse aus anderen Lebensbereichen sind immer sehr wertvoll, wenn wir uns deren bewusst werden und die dann für die Bereiche, in denen wir uns noch entwickeln wollen, nutzen. Und da mal sehen, hey, ich habe das schon mal gemacht und es hat funktioniert. Warum soll es nicht auch hier funktionieren? Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis bald. Ciao.